Moin, moin, Menschen mit Guards. Wir sind wieder in Elden Ring. Und ja, was soll ich sagen? Letztes Mal waren wir hier bei diesen komischen Händen, wenn ich mich richtig entsinne, die einen einmal angegriffen haben. Hier sehe ich gerade das Leuchtfeuer, beziehungsweise die Stelle zeigt an, dass wir noch im Norden irgendwie was finden müssen. Oder dass wir in Richtung Norden sollen. Gut, müssen wir mal gucken, was hier drinnen noch war. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich hier alles durchgefühlt habe. Ansonsten schauen wir mal, wo wir heute hinreisen. Ich habe mir leider mal letztes Mal keine Notizen gemacht, da muss ich erstmal reinfinden ein bisschen. Ist ja für mich wieder eine Woche her. Ja, und wie immer, los geht's nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Ich sehe gerade, mein Mantel hängt hier durchs Schild. Ja, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich spielen will eigentlich. Das mit dem Schild und mit dem Speer finde ich schon ganz cool. Vielleicht wäre eine Hellebarde noch ganz schick. Ja, ein Bogen situativ. Ist auch nicht so verkehrt. Wir bleiben, denke ich, bei mittlerer Belastung. Leicht und so. Mein Gott. Ja, Rüstung finde ich eigentlich auch ganz schick. Vielleicht würde ich die Feuermensch-Rüstung mal zusammenfarben. Ich finde die irgendwie cool. Ich meine, die Werte sind mir sowieso egal. Oder relativ egal. Mir geht es einfach nur darum, dass es geil aussieht. Ansonsten haben wir ja hier, ja, was haben wir hier noch? Die Arznei, ja. Hier bin ich immer noch unsicher, wen ich hier mal nehme, sozusagen. Der hier kostet am meisten von der Mana, genau wie den da. Der mit den zwei Schwertern dreht sich irgendwie cooler. Der hier macht aber den Wirbelkram. Ja, Bogenschützen sind einfach unnütz, useless. Ja, die Qualle war auch ganz nett. Die Untoten sind auch manchmal nicht schlecht. Ja, aber gut, die sind halt alle ein bisschen schwach, ob man die leveln kann. Weil, ich meine, die sind von Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ob man einfach eine neue findet oder ob man sowas auch irgendwo hochpusht. Bei irgendeinem Magier-Trainer oder sowas. Anrufungstrainer vielleicht. Irgend sowas in der Richtung. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, ja, ich müsste mich auch mal erkundig machen hier mit den ganzen Objektherstellungen hier, was ich hier noch so basteln kann. Gibt es halt so fitter eh. Resistenz gegen Feuer, Schaden, Scharlachfäule, heilt Fäulnis. Vergiftung. Kann ich aber bloß so wenig herstellen. Warum eigentlich? Ach, ich brauche mehr Libellen. Was brauche ich denn hier? Hä? Hey, eigentlich habe ich doch von allem genug. Ah, hier kann ich das erhöhen. Ich dachte, bei jedem Bus einmal dran steht, das sieht so aus, als wenn ich es nur einmal herstellen kann. Ist ja logisch, dass es einmal ist und wenn ich den hier erhöhe, das mehr wird. Also Quatsch. Da muss doch die Zahl da gar nicht erst dran stehen. Naja. Ah, Pfeile habe ich, glaube ich, auch noch hin, noch, oder? Was sagen meine Pfeile? 81, naja, komm. Die habe ich nochmal in einzelnen. Wie ich die genau wechseln kann, will ich auch nicht, außer dass ich die hier rauslösche. Aber wenn ich jetzt den Bogen in der Hand habe. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, wie ich jetzt welchen schieße, aber gut. Finde ich vielleicht irgendwann mal raus, wenn ich es direkt brauche. So, wir haben also hier in irgendeinen Raum reingefunden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich von hier gekommen bin. Oder von hier. Wobei, hier geht es nach unten. Oder nach oben. Wir gucken mal. Bin mir gerade sehr unsicher, von welcher Richtung wir gekommen sind. Wenn ich fahre, mal halt wieder hoch. Ah, doch, jetzt erinnere ich mich gerade. Wir sind ja den Weg mit diesen komischen Geistern, die ja überall rumgrasiert haben, lang gemacht und sind dann nach oben gekommen. Stimmt, stimmt. Gut. Wie gesagt, erstmal ein bisschen reinfinden wieder. Jetzt, wo ich mich langsam entscheide, dass ich halt auf den Speer, Schild und den Feuerkram bleibe, könnte ich auch langsam mal gucken, ob ich das aufwerte. Bei dem Schild bin ich mir noch unsicher. Das hier blockt zwar 100% und ist jetzt nicht ultra schwer. Ich fällt mir optisch durch das Rote ganz schick. Ich finde doof, dass das Wappen irgendwie so auf dem Kopf, sag ich mal, ist, wegen der herabstürzenden. Ah, stimmt. Stimmt. Jetzt weiß ich, jetzt erkenne ich langsam wieder. Hier haben wir noch letztes Mal so einen Wolf geklatscht. Hier drüben war noch einer. Genau da. Dann haben wir ausgemacht.
Na komm. Bumm. Hab ich dich jetzt? Ah, nee, noch nicht ganz. Ein Schild. Ah, Mist. Komm, allmählich. Pieksen wir dich einfach weg. Töne Bestienknochen, ja, weil er für neue Pfeile. Sicherlich kann man damit bestimmt noch was anderes machen. Aber das ist halt das, was ich gerade in Erinnerung habe. Nee. Ist ja aber auch nicht ein Bein hochheben kann, um mal irgendwas von hinten anzugreifen. Tschüss. Oh Gott, geht das da tief. Was haben wir denn da unten noch so blau? Einfach nur Kristalle, wo wir auch schon da waren. Und Fackeln an der Wände. So, was gibt's denn hier oben noch? Hier ist irgendwie gerade so still, so ruhig, so entspannt, so ein bisschen. So ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ja, mal schauen. Auf der Seite scheint ja nichts weiter zu sein. Fackel könnte ich noch in meine Ausrüstung mit integrieren. Aber ich glaube, dann ist meiner Villa auf große Last. Da muss ich mal noch schauen. Dann haben wir da noch ein Hündchen. Ach komm. Jetzt aber, jetzt hat das Abstechen funktioniert, das zieht ja gar nichts ab. Ach doch, naja, ein bisschen. Scheiße, meine Ausdauer. Und ich übe so ein bisschen zur Zeit diese Konterstiche. Wie ihr gerade merkt, parieren wäre noch so eine Sache, die ganz cool wäre. Wenn ich das, ups. Raureif Kristallknospe. Meine Güte. Einfach, damit man mehrere Sachen immer wieder üben kann, die Kämpfe anspruchsvoller sind, dass man auch schwerer ist zu besiegen. Gerade wenn dann unterschiedliche Gegner kommen, wo der Stich vielleicht nicht so gut ist, dass ich den immer wegpariere quasi. Einfach um die Schwäche von dem ja, Stichangriff, den ich quasi gerade denn nur habe, so ein bisschen wegzunehmen. Besonders wenn ich dann auch noch Gegner habe, der eventuell gegen Feuer relativ resistent ist. Okay, oh, was haben wir denn da? So wie dieser Drache, dieser Lindwurm, wo ich ja schon abgenippelt bin. Wo ich gerade noch kein Land gegen gesehen habe. Oder nicht allzu viel. Eine Runde lief ja ganz gut eigentlich. Ach komm. Ach Mann. Dieser kleine Schlitz da. Ich hätte sprinten sollen. Ich würde da bloß rüber gucken kurz. Ach Quatsch. Ne, steht da mal wieder auf. Wieso hockst du denn jetzt? Ist irgendwas mit meinem Controller los? Guck mal, hier ist nämlich eine Leiter. Gucken wir uns mal nach oben. Nicht, dass da, wenn ich da reinlaufe, weil er von oben bearbeitet werde. Ich kenne ja langsam so ein bisschen die hinterhältigen Tricks hier von dem Spiel. Magier, den holen wir uns mal schnell. Oh, fast ein One-Hit. Pfeife. Noch ein Schimmersteinstab. Am Anfang dachte ich, ist noch was Schickes und jetzt hat ihn jeder Arsch. So, zumindest. Sehe ich erstmal keinen, aber es kann auch sein, dass, da wieder ein paar Magier sind oder sowas, die unsichtbar sind und immer erst auftauchen, wenn man eine bestimmte Nähe erreicht hat. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie was mit einer Erkennungswert zu tun hat oder so. Aristokratenmantel. Mhm. Unsere Gegner werden also langsam ein bisschen edler. Wie er ihn einfach anguckt. Große hier ist interessant. Er hat ein cooles Schwert in der Pfote. Alter, ist der riesig. Ja, das sind aber doch die Magier, oder? Naja. Der letzte war ein bisschen riskant. Der letzte Stich. Ist der gerade verstanden? Der hat da eben noch eine andere Position gehabt.
Ich will eigentlich gerade noch nicht gegen dich kämpfen. Ich würde gerne, dass die anderen noch loswerden. Ist aber nett, dass du auch noch rumschreist. Jetzt überlege ich, ob ich wieder nach unten gehe. Ja, ich glaube. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier mal runterfallen sollte? Nicht so schön. Einfach nicht so schön. Komm runter mit dir. Hui! Und ab geht's. Tschüpp. Jetzt, wo er sowieso schon wach ist, hoffe ich eigentlich, den hier vorne noch ranzuziehen. Warte mal, da können wir vielleicht mit feinem Bogen was machen. Piu. Hä? Es tut aber so, als wenn er keine Pfeile hat. Ah, jetzt raff ich auch gerade, wie ich welchen Pfeil nutze. Ja, so kommt das raus. Na, scheiße. Ich denke, ich muss auf 5 Heilung. Hätte ich vielleicht mal hinsetzen sollen, ich pfeife. Komm mal her hier. Oh, ein Fuß getroffen. Mensch. Was ist das, ein Bogen? Okay, es wird nichts. Aber der Bogen hat seine Aufgabe erfüllt. Der Gegner ist hergekommen, will zaubern und stirbt an meinem Speer. Also alles perfekt. Was haben wir hier noch? Heilung, die Drachenklaue, ja, stimmt. Bei den Großen bin ich mir halt immer unsicher, wie ich die A vernünftig treffe und B, wie die Villa ausrasten. Der holt doch schon aus, oder? Wirft er jetzt was schon? Ah, ne, jetzt geht das wieder los. Macht man den auch immer so schlecht? Oh ne, was ist das denn? Fangen wir noch an mit Zauberei. In die Fall. Das trifft man immer ständig nicht. Ach komm, ich wollte doch hinter dir. Ich wurde rumgetrampelt hier wie blöde. Dafür ist nicht mehr genug Mana da, okay. Oh nö. Oder auch welche Teile und mich. Oh, was hast du mich nicht durch die Wand noch trifft? Na! Man nervt mich immer. Nicht so schön. Guck mal kurz ein Stück zurück. Aua! Wo diese rumschreienden Affen. Wir müssen ein bisschen Heilung sparen, da habe ich gerade nicht so viel. Dass ich die nicht vernünftig treffe. Jetzt geht die Zauberei wieder los. Ah, oh, scheiße. Ich hätte den blocken sollen. Hätte meine Ausdauer das eher gehalten. Ah! Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil. Hab ich noch? Ja, 5 und 4. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil von dem Feuerzauber. Die Reichweite ist einfach so ultra knapp. Vielleicht soll ich den immer wieder wechseln gegen den anderen. Na, was denn nun? Jetzt komm her hier. Leicht kontern die beiden. Weil die bloß einen Einzelangriff machen. Ah, jetzt kippt er mal oben, Mensch.
Speer macht echt kaum Schaden. Dafür ist er auch schon eine Stufe 8 ist. Waren das eben schon Dreier, ja, ich glaube. Komm her. Na los. Nicht so schüchtern. Oh Gott. Nicht gezaubert. Geht der Zauber einfach vorbei, einfach drüber oder was? Manchmal mache ich den mit so einem Konter so ein bisschen stacken, dass die nichts machen können und manchmal interessiert sie gar nicht. Erstmal das Wichtigste holen. Das hätte schon auf die Sterne noch kommen. Zaubert ihr jetzt rum? Nee. Geil! Naja, du meiner Schreihals. Schnell zur Seite, nicht, dass hier irgendwo was angeflogen kommt nochmal. Das sind der dritte von denen. Mal die Klaue versuchen. Naja, die braucht 5 Minuten und so richtig treffen wird sogar nicht. Oh Gott. Der andere doch noch dazu. Jetzt kommt erstmal Zauberei dazu. Jetzt hör doch mal auf hier, Mensch, es geht noch. Das ist schon ein bisschen eklig, ja? Ja, da stehen die Schwerter in der Luft noch. Ich sehe sie doch. Ach Quatsch. Was denn du? Da lang willst du, okay. Mach doch auch eine fette Druckwelle, du. Scheiße, jetzt kommt Magieschwerter noch dazu. Ich habe keine Lust drauf. Komm, trink erstmal ihn. Hey, hat er. Ach scheiße, ich hab Mana getrunken, ich pfeife. Ach komm. Ah Mann! Blödkopf. Steh auf. So, haben wir doch. Meine Güte. Trollritterschwert, das hatte ich glaube ich schon mal, oder? Das Stolzschwert, ne, hatte ich nicht. Weisheit halt. Vor allem große Last und hier steht gleich überladen dran. Ja, der hat magischen Schaden drin, jo.
ich weiß, dass ich das Ding nicht benutzen kann. Ich will es bloß mal kurz. Da ist aber kleine geworden, du. Sieht trotzdem cool aus. Quatsch. Falsche Taste. Weg damit. Sperrwolle rauspacken. Weiter gucken. Bin links und rechts sehe ich schon mal einen hocken. Und da drüben bin ich gerade gekommen. Hoffentlich wird das hier keine Falle. Was der kann mit seinem. Was ist denn das hier? Rapier oder sowas? Muss man halt immer ein bisschen aufpassen, nicht dass der irgendwie ausweicht. Ach, was ist denn los heute? Immer die falsche Kacke genommen gerade. Ach man. Soll ich meine Mana-Trinkschale verbraten? Ich pfeife. Scheiße. Na, gucke an. Guck mal, wer dazu. Weicht immer so weit nach hinten aus und so schnell. Ich muss schon lange schön aufpassen. Der hat ja einen schönen Hit eben noch am Ende. Und Stich und Stich und Stich. Ja, ja. Jetzt aber mal weg mit dir. Ja, es gehen so. Muss noch ein bisschen gucken, wie ich das anstelle mit der Reichweite. Okay, hier haben wir zumindest schon mal so eine Statue, wo ich aufwachen kann. Das, die Dinger sind echt nice in dem Spiel. Dass man nicht immer vom Arsch der Welt losrennen muss. Zumindest wenn man sie auswählen kann. So, ist hier oben jetzt alles frei. Das sieht aus wie so ein kleiner Friedhof. Die Musik ist hier auch geil, der Soundtrack so ein bisschen bedrohlich. So ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll. Aha. Was heißt, wenn ich jetzt darüber springe? Darunter springe? Dann bin ich irgendwo hier außen? Da steht ein Topf wiederum. Ich weiß gar nicht, was das andere da unten noch ist. Hm. Und dann komme ich halt hier den ganzen Weg, muss ich ja wieder hochkämpfen. Da habe ich jetzt arg keine Lust drauf. Aber vielleicht, wenn wir hier oben alles haben, oder ich sowieso. Ja, mal gucken. Ich sowieso nicht mehr zur Heilung, also keine Heilung mehr. Das sieht aus hier wie ein Bossraum, was blöd wäre mit 19.000 Seelen. Aber da hinten ist erst der Bossraum, oder? Aber da hinten ist ja die Wand. Danke. Oh, nicht schon wieder so eine Schwertkacke hier. Denn die ganze Zeit jetzt soll. So richtig geil für Heilung habe ich auch nicht. Ich würde eigentlich gerne mal kurz diesen Trank hier in mir reinpfeifen. Ich keinerlei Mana mehr für sowas habe. Mit Pony kann ich nicht rufen. Brocken bin ich auch schon ganz schön. Okay, bisher zaubert also immer nur diese Schwerter. Hat's
bei kraftvoller Hiebe. Das Pony greift mit an. Nach hinten kann auch standardmäßig treten, okay. Also bisher nichts so Besonderes. Nicht unbedingt kassieren müssen. Zauberei ist ein bisschen nervig. Also nicht meine, aber seine. Los hier. Der ist ein bisschen nervig. Jetzt fangen wir die Schwerter an zu fliegen, während er lossprintet. Quatsch, falsche Taste. Na, Feuer aus gegen den mittelmäßig. Ja, das ist meine Mana damit auch schon verbraucht. Shit. Oh, 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 ja, okay. Das ist halt sehr doller Haushalt. Ja, muss ich halt sehr doller Haushalten mit meinen Ressourcen, mit meinen letztlichen Tränken, die ich hier noch übrig hatte. Einfach weil ich es verkackt habe und ständig den Heiltrank nicht genommen habe, sondern den Mana-Trank. Das war schon das erste Dumme. Aber gut, war A der erste Versuch und ja, mit drei Tränken. Mit einem Speer, der jetzt nicht allzu viel Schaden macht. Naja, gut. Wir versuchen nochmal. Ah, der ist aber schnell ran, du. So, du beschäftigst ihn mal ganz kurz. Ja, der Schlag war zum Glück vorbei. Und die fallen jetzt auf mich. Na, wen sonst? So, jetzt können wir mal mitmischen, oder? Ja, mein Kollege ist ganz schick gerade, ganz höflich. Hilfreich, höflich. Langsam ein bisschen aufpassen. Macht der neue Attacken, sag mal. Die hat er eben doch die ganze Zeit nicht einmal gemacht. Jetzt geht er mir damit richtig auf den Sack. Vor allem schießt er gleich nochmal in nach. Ey. Jetzt fängt er wieder damit an. Na, den Pony kann man zumindest einmal. Oh Mann. Ich hasse die Magie-Kacke von dir. Oh, jetzt wird's immer mehr. Eigentlich mal Durst, Junge. Oh, jetzt kommt ja noch so eine Sniper-Zauberangriffe hier.
Shit. Oh, das Nachziehen ist übel. Oh Mann, Alter, du Affenkopf. Shit. Nein. Knappe Ausdauer hier. Komm. Danke. Boah. Lorettas Großbogen. X-Asche Lorettas Schnitt. Und da ist die Gnade in der Mitte. Geiler Kampf. Mensch. Geiler Anfang der Woche sozusagen. Und immer noch nichts umgewertet. Also nichts weiter. Ich hätte mich ja jedes Mal vor und überlege jedes Mal. Wobei ich mittlerweile mir relativ, wie gesagt, sicher bin, dieses Set so spielen zu wollen. Ich habe dann halt bloß Probleme gegen Leute, die gegen Stiche ziemlich viel blocken. Gegen Bosse macht das jetzt auch nicht so viel. Vielleicht hole ich mir dann nochmal eine andere Schlagwaffe noch dazu. Vielleicht auch irgendein Schwert mit Schnitt oder sowas. Entweder eine Keule oder so ein Degen, Rapier, Dolch, Säbel, eigentlich ein Säbel so. Oder ein normales Schwert halt. Da habe ich ein paar hübsche mittlerweile gefunden. Warum würde ich mich eigentlich nicht hinsetzen? Warum war das nochmal? Ach ja, es gab keinen Grund. So. Also, Stufenaufstieg. Noch mehr schleppen wollen? Ich will meinen Glauben jetzt mal richtig geil hochpushen, immer mehr ein bisschen. Weil die ersten Zauber, die ich dafür brauche, die habe so ein bisschen, die brauchen ja immer mehr meinen Glauben. Einfach blöd, wenn ich nachher was Geiles finde und noch 25 Punkte brauche. Gott, hier mit. Wo bin ich überhaupt? Königliches Observatorium war das. Hier oben in der Ecke gibt es jetzt so mehrere Ruinen. Aber wo der mir jetzt hier richtig hinzeigt, weiß ich auch nicht. Wobei ich weiß gar nicht, haben die ein Ende irgendwo? Ja gut, der hat mir auch nach unten gezeigt und da hat es aufgehört. Also, ja, es ist also nicht ganz so traurig. Na. Den haben wir noch. Ach komm, ich treffe nichts. Ja. Pony brauche ich immer ein bisschen Übung, bis ich was halbwegs erwische. Ich meine, dass das der Rand der Karte ist, mir klar, aber dass das. Ja, woanders war mal so ein bisschen mehr oder so. Gut, kann nicht alles mehr sein. Hier ist nur ein neblig. Das hier, die Nordlichter noch ringsherum halt. Schönes Bild. Schon gedacht, dass hier auch so Ende der Klippe ist, eventuell. So, hier haben wir also einen Turm, wir haben Ruinen, wir haben da schon wohl noch ein paar Drachen rumlaufen, oder zumindest einen. Was haben wir denn hier? Wir müssen bestimmt schon noch was finden, wa? Diesmal ist es Renas Turm, ja, seht ihr. Beim anderen hatten wir ja auch noch die eine Schildkröte, die fehlt, die habe ich auch noch nicht gefunden. Verdammt. Was war denn das? Tenasturm oder irgend so was? War das auch? Was denn das? Nee, warte mal, das war hier drüben irgendwo. Wo war denn das?
irgendwo war das. Oder war das hier hinten? Da, oder? Konvertierter Turm, irgendwie sowas. Nee, da, Testusturm. Der hier ist es. Jetzt habe ich es wieder. Zaubererinsel. Da fehlt mir auch noch eine. Das müsste gewesen sein. Hier fehlt mir, glaube ich, auch noch eine Schildkröte. So, bloß, dass ich hier jetzt gar nicht sehe. Also, sonst war ja hier immer noch so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Statue, die mir sagt, was ich brauche. Ist jetzt einfach weg? Gibt's das nicht? Braucht man hier was anderes? Ja, ist schon cool, dass man mal alles ein bisschen rausfinden muss. Dass das eine das andere ist, man muss es halt rausfinden. Das ist so ein bisschen wie bei Age of Empires, wenn man die Khmer spielt. Die brauchen kein Gebäude, um hochzugehen. Der Vorteil ist, du brauchst keine Gebäude, um das nächste Zeitalter zu erreichen. Der Nachteil ist, du hast keine Gebäude. Das ist auch so ein bisschen. Wenn du denn auf immer handeln willst, hast du noch keinen Markt oder so. Das ist auch immer ganz witzig. Oder willst du Leute aufwerten und hast noch keine Schmiede gebaut? Einfach nur, weil du Fast Custody gespielt hast. Aber gut, wir sind jetzt bei Elden Ring. Aber vielleicht kommt demnächst mal ein Age of Empires Video. Habt ihr auch schon so eine Turniereinladung, so eine kleine, so unter Fans, so unter Freunde, so sozusagen. Über so Discord, so eine Gruppe. Die machen da immer im Jahr wohl untereinander so eine Späße. Und da ich nun nicht mehr der größte Vollbleppen bin, sondern zumindest ein bisschen über den Durchschnitt, könnte das interessant werden. Kriegsasche Frostnebel. Das klingt geil, aber ich nutze keine Kriegsasche bisher. Also das heißt, ich habe die auf der Waffe drauf. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie ich die benutze. Wie war denn das? Ich habe doch hier diese Gravitationsangriff mit drinne. Weiß ich halt bloß nicht. Irgendwie war das. Muss ich den Speer also das hier wegpacken? Nee, andersrum. So. Und dann? Ja, so war das. Wenn ich die zwei hindern, ja, habe ich ja sowieso meistens nicht. Ich renne ja immer mit Schild rum. Das Areal hier ist für einen Drachenkampf vielleicht nicht optimal. Wenn, dann reite ich sowieso nur auf dem Pony. Ich habe jetzt auch keine Lust, noch andere Gegner mit reinzulocken. Darum bin ich gerade ein bisschen vorsichtig und wollte eigentlich erstmal gucken, was hier noch so rumläuft. Was hier noch so rumläuft, nicht was hier noch so nervt. Die Geräusche im Hintergrund von dem Drachen immer, da habe ich immer so ein bisschen Panik. Dass der einfach mal durch die Wand ballert. Ich dachte, was rum sind so Kerzen? Okay. Wisst ihr, die Gegner schießen ja alle mal durch die Wände. Treffen sie einfach mal mittendrin, wo du nichts erwartest. So, was macht dieser Turm hier eigentlich? Also erstmal haben wir hier einen Ort der Gnade, das ist ganz schick. Vielleicht gewöhne ich mir das auch mal an, das so zu nennen. Oh. Wollte gerade sagen, das war's. Komischer Turm. Aber, tja. Sieht genauso aus wie der hier eigentlich. Warte mal, Renas Turm und Ranis Turm. Sind das Zwillingstürme oder was? Wer bist du denn? Hoffentlich steche ich dich nicht aus Versehen ab. Oh. Again we cross paths. I believe ah, sie. My name was Rena, when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation,
Ich komme einfach so vorbei. No reason in particular, thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Was ist denn für lange Finger, Alter? Ich wüsste, was das bringt. Das wird wahrscheinlich so ein Eid sein, wa? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer. Die anderen sind also schlauer als ich. Much of those under my command. I anticipate good work from thee. Ich will ein bisschen mehr Info gut. Then I ask we bear is in my service. Fulsherblut Blade. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron. Verborgene Schatz von Nokron, der ewigen Stadt. The Blithe to greet thee below. Take from him. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerer's art. Alter, was ist hier los jetzt? Was lerne ich ihn gleich alles kennen? Not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to appear. It hath been a passing long time since a newcomer entered. Da sitzt mit dem Mantel auf dem Thron, hier oben im Tor mit 100 Büchern, völlig gelangweilt. Und hat sich die ganze Zeit irgendwelchen Text ausgedacht, den sie mich in merkwürdiger Kryptik, sag ich mal, zuschwafelt. Ich weiß immer noch nicht, was sie richtig will, was das jetzt gebracht hat. Aber wir werden sehen. Ich will immer noch aufwerten, Mann. Ich muss endlich mal damit anfangen. Oh. So, den kenne ich doch schon, oder? So in etwa? Wer ist er denn? Then you must be the pleasure is mine. Du bist also Eiji, toller Name. Schön kurz. And Lady Rani's war counselor. I'm told du bist ja Schmied. Ja, das passt mit dem Mammon. Kannst jetzt wohl keine Feinarbeiten machen, aber... and pray. Let us give all that we can together. Ja, ich dachte, du bist ja Schmied. Hä? Ich dachte, jetzt kann ich hier gleich schmieden, damit ich nicht noch irgendwo hinlaufen muss. So, wer bist du? Das Wolfsblut? Blight oder so was? Heard about you. Name's Blythe. Blythe. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Das ist ein Schwert, ja? Zeig mal. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. Ach, Limgrave, okay. The city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Also, okay. The well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting, eh? Das kann ich gerade nicht porten, wahrscheinlich weil das Gespräch noch läuft. So, Limgrave. Nebelwald war glaube ich das Ding hier. Wenn ich mich recht entsinne. Randgebiete vom Nebelwald. Das heißt, da ist der Brunnen, wo ich runter soll und da unten für die Aufgaben machen was. Irgendwie den Weg nach Nokron erstmal finden. Okay, das merke ich mir mal. Warum habe ich das gerade mal markiert? Gibt es jetzt hier so eine Questline richtig? Das ist sehr interessant. I see. You must be Rani's. Yes, yes, I am Salavis. I don't know what it is the mistress sees in a provincial, but since ja, ja, du verfickter Affe, Mann. Hör auf mich zu beleidigen, Mann. Sonst mach ich das weiter so, du Schmuchtel. Ja, der hat wohl einen beschissenen Hut. Guck dich an, ey. I reside in another tower close
come and pay me a visit. Should you wish to be of aid. If it were up to me, I wouldn't waste my time on the like. But who am I to stand again? I reside. Ja, okay, der wiederholt sich also. Residiert in einem anderen Turm in der Nähe. Ja, da gehe ich natürlich dann stark von aus, dass es einfach der Renas Turm ist. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Vielleicht hat er da was für uns. Man weiß es nicht. Ja, hier waren noch die Knochen von dem anderen. So, da ich ja hier gerade einen, ich sag mal, so eine Art Speicherort hatte. Was ist denn das? Hä? Moment, ich kann mich nicht porten. Die sollte mit den anderen quatschen. Soll ich jetzt einfach wieder hoch, oder? Ich komme hier nicht raus. Ja, wie soll ich denn dort was machen, wenn ich hier nicht wegkomme, Junge? Let us go together. Jetzt kann ich mich wieder porten. War da irgendwann ein Bug, ein Fehler? War da irgendwas los? Weil ich wollte schon nochmal gucken, ob ich den Drachen vielleicht hinkriege. Jetzt seid ihr hier wieder da. Diesmal sogar drei. War das auch schon drei oder hat der eine sich versteckt? So, weg mit dem Schmutz. Drachen sind halt schon immer interessante Gegner. Moin! Schimmersteindrache Adula! Du hast da was am Flügel und am Bein. Mich. Wo willst du denn hin? Hallo. Ja, stampfe mal. Ich bin hier drüben. Aua, doch nicht mit dem Schwänzchen hauen. Shit! Alter, fuck! Das war ja instant weg. Oh nein, wie plump. Also bis dahin fand ich den eigentlich ganz einfach. Scheiße. Kacke. Das kam sehr, sehr unerwartet. Oh Mann, ey. Was wollt denn ihr blöden Köter jetzt hier? Du lebst noch, Mensch. So, jetzt muss ich wegen dir erstmal gucken, wo ich hin muss. Hier vorne, okay, danke. Toll, Mensch. Das war unverschämt von dir. Bist du schon, ja? Das war nicht in Ordnung. Oh, nö, 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 nö. Oh Gott, was für eine Kackecke. Aua. Ich hab mich mal hier so merkwürdig platziert, damit du mich nicht triffst. Bis denn jetzt hin? Oh, weiter kann man hier kaum wegfliehen. Hä? Da drüben? War der nicht eben da? Hab ich mich so verguckt? Oder ist der gerade wieder zurückgedroppt? Was denn, dass ich da nicht wieder reinlaufen? Ist aber auch eine eklige Gegend hier, so viel Zeug im Weg. Kommt jetzt.
Nö, 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 nö. Oh, ist aber auch immer der gleiche Schmutz. Ich halte halt nichts aus gegen die Magiekacke. Ja, das war schon wieder so ein unnutzer Tod. Weil der ist ja nicht sonderlich schwer, ich schweige sein Angriffsmuster oder sonst was. So, wo liegen jetzt meine Seelen? Dein Gesicht? Nee, wo sind sie denn? Wo sind sie denn da? Jetzt überlege ich, ob ich den nochmal versuche. Immerhin sterbe ich gerade so leicht gegen den. Ja, zumindest mag ich echt Bock auf mich. Was macht denn eigentlich das Feuer hier bei denen? Oh ey, diese Magieattacke killt aber auch das Pony in einem Angriff. Das an jedes der echt hart. Warte mal, da muss ich doch erstmal den hier holen. Kann ich hier noch was trinken? Moment, sind jetzt hin. Doch schon weg. Oh ne, jetzt fängt er wieder an mit diesem Angriff da. Muss halt echt aufpassen vor seinen Atemangriffen. Sein Mundgeruch. Ja, Mana hat gerade keine Lust mehr. Wollte ich noch dazu. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ein bisschen nervig. Kommst du mit? Nicht, dass du mitten drin verschwindest und ich einfach einen ganzen Trank verbraten. Schon wieder mein Pony erwischt. Reichen jetzt. Lass mal Mana wohl noch besorgen. Pony neu rufen. Muss halt bei dem mobiler sein. Hat er denn jetzt hier weggesäbelt? Ah, Mensch. Dieses Rumifliege ist halt eklig, kommt einfach nicht ran. Wenn der Feuerzauber treffen würde, wäre der schon halb tot. Oder mehr. Man trifft den ja immer nicht so richtig. Meine Güte, mein Kollege zieht 20 ab, der muss echt. Der braucht. Der muss aufgewertet gehen, sonst sitzen die Dinger ja auf uns. Weil so richtig Effekt hat das ja nicht. Oh Gott. Wenn ich meine Anrufungsskill quasi. Wo sind jetzt hin? Was? Wie bitte ist jetzt bei halber Gesundheit? Hat er sich verpisst? Ist einfach gegangen? Der erste feige Drache hier? Ich meine, die anderen waren immer schon am Verpissen. Und sonst ist hier auch nichts hier. Die etlichen Ruinen sind einfach nur dafür da, hier rumzulaufen und zu gucken, oder was? So ein Beschiss. Verdammt.
nichts dafür gekriegt. Hat ja gerade gar nichts gebracht, außer dass er jetzt hier abgehauen ist. Wer weiß, ob der nächste Mal wieder da ist. Ja, das ist der Turm hier und der andere ist dann der da hinten gewesen. Ja, ich finde ihn einfach nicht. Also ist er wirklich weg. Ist reingehauen. Das ist natürlich merkwürdig. Ist das noch irgendeine besondere? Dass der später nochmal wiederkommt? So, er hat gesagt, er ist in der Nähe von so einem anderen Turm hier. Immer noch fest verschlossen. Hier gibt es auch keinen anderen Weg rein. Nur die eine Tür, keine Hinweise, nichts weiter. Ja, gut, dann war der Satz mit dem natürlich ein bisschen bescheiden. Ja, machen wir jetzt. Wir können jetzt zu dem anderen Turm hier. Nochmal gucken nach der Schildkröte. Das ist eine Möglichkeit. Wir könnten... Wo war denn dieses Lager? Wo war denn dieses Lager von den Typen? Von den Feuertypen? War das hier? Oh Gott, wo war denn das? Meine Rüstung noch mal zu gucken, damit ich noch was habe, was ich eventuell dann aufwerte. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Turm gebracht hat. Aber wir gucken jetzt wirklich mal zurück und gucken dann unten drin. Na komm, wir machen mal da unten hin. Hätte ich mich jetzt aufwerten können. Ist ja nicht der Wald mit dem großen Bären? Ja. Mit den nervigen Gargoyles. Noch ein großer Bär. Noch ein großer Bär. Ich glitzere. So, Pony wieder weg. Wo ist denn der Schalter? Ach, hier an der Wand. Hier wird er ja wohl meinen. Im Nebelwald, unterirdisch. Kommt der auch? Ein bisschen wie das Loch hier bei Star Wars, wo der Imperator entfällt. Hallo? Also der Hebel geht nicht nochmal. Krass. War das so tief? Ist, habe ich die kaputt gemacht? Ist irgendwas passiert? Ist man hier 5 Minuten gefahren oder was ist los? Kommt ihr da? Ach du Scheiße. Das dauert ja Monate. Da kann ich ja fast eine Folge mitfüllen auf dem Fahrstuhl sogar. Und ich habe mich bei dem anderen schon beschwert, wie lange das brauchte. Gut, aber der ist wohl nicht gerade der schnellste Mann, was der hier fährt, hier für ein Schlaftempo. Also das ist ja schon lächerlich. Ja, so, jetzt geht's natürlich nach unten. Ja, und was läuft so bei euch? Oh Mann, was für eine Tour. Kann ich ja mal einen Schluck trinken, Mensch. Ja, nächster Halt,
Wartesaal. Nee, wie weit geht denn das hier noch? War das immer schon so weit? Ist doch krass, wer das hier unten drunter alles gebastelt hat. Voll übertrieben. Guck mal, hier wachsen so ja unterirdisch Bäume. Von wegen, die brauchen Sonnenlicht. Hui! Hab ich den Fahrstuhl gleich wieder hochschicken? Ah, hier waren noch diese komischen langsamen Gegner hier. Schmolzende Pilze, zwei Stück. Diese, wo hier so zaubern und wo immer so ein Schlamm übrig bleibt, wo hier an der Seite den Weg lang geht. So, wer hat doch gesagt, der wartet hier unten auf mich. Warte mal, hier an der Oberfläche den Punkt erstmal wegmachen, der irritiert mich sonst. Heilighornland. Unter dem Brunnen. Hm. Wo wartet der denn hier auf mich? Auf der Seite vielleicht? Laufe ich jetzt? Kämpfe ich mich nochmal durch? Porte ich mich rüber? Meine Kämpfe haben den Vorteil, man guckt nochmal alles durch. Man findet eventuell noch was, wie das da hinten in der Ecke. Man kriegt Erfahrung. Und manchmal merkt man sogar, dass man stärker geworden ist. Wenn man irgendwo zum zweiten Mal hinguckt, quasi. Quatsch, jetzt bin ich auch bloß im Kreis gelaufen. Oh Mensch, ich kann ja Pony rufen. Den heizt man mit Pony hier am Rand jetzt lang. Vielleicht wirklich angewöhnen, mehr von diesen Kräutern hier mitzuschleppen. So, hallo. Ihr Kristallköpfe. Ja, die haben ein bisschen Speer mit Kristall hauptsächlich. Ab und zu mal ein Zauberer mittendrin, ja. Aber ich habe immer noch den anderen Typen, der angeblich hier in Nokra. Wobei es heißt ja nicht Nokra. Hm. Schwierige Sache gerade. Ja, hier haben wir auch noch was. Seife, ja, braucht man unterm Wasserfall natürlich. Dachte ich, hab grad was gesehen. Und der nächste Fahrstuhl. Ich bin schon gar nicht mehr, ob der jetzt von unten oder von oben gekommen ist. Ich kann leider auch nicht höher gucken, ey. Von oben, okay. Hui. Interessante Schalter für Fahrstühle. Muss immer sich draufstellen. So, jetzt war von der Etage höher. Hier war doch das mit diesen Säulen, oder? Wo mich die ganze Zeit diese Bogenschützen weggebatzt haben. Diese Hornfutz, die auf den Sack ging. Ja, das sind so eine Libellendinger, die ich auch mal töten müsste. Und der macht keinen Bock. Ich bin von da gekommen. Gott, ist das hier düster schon wieder. Und hier ist einfach nichts. Okay. Boah, ist alles schon wieder so lange her, als ich hier unten war. Wieso ist denn die eine Statue nicht an? Die Newt ist auch kaputt. Wird also nichts Besonderes, denke ich mal, heißen. Gut, Pony rufen.
Krabben. Krabben mag ich einfach auch so gar nicht. Wir haben halt so einen heftigen Schlag und hier ist auch wieder kein Platz vernünftig zum Kämpfen. Krabbeneier? Ja klar, was sonst? Ach komm, steig gleich ab, ey. Die trifft man auch nicht. Die sind so nervig. Muss man wirklich absteigen? Hütchen nehmen? Nee, kann man nicht auch, warte mal. Kann ich auch so schießen, oder? So war das. Auch nicht. Och, gucke an. Auch nicht. Auch nicht. Und der Feindbogen ist ja echt. Echt kacke, Mann. Mann, ey. Die sind ja echt nervig. So, war die eigentlich noch mal im Camp? Stell dir mal vor, da kommt ein Schwarm von. Ich bin doch voll am Arsch. Greift die auch bloß alle 5 Minuten mal an. So kann man es machen. Fucking Libellen, ey. Dass der Feindbogen aber auch nach einem Meter schon abfällt, ist schon ganz schön krass. Aber wie dolle. Ich meine, für die in Größe des Bogens müsste schon ein bisschen mehr fliegen. So, mal wieder Pony auspacken. Ich weiß immer noch nicht, ob das hier wirklich ein Necron ist und ob der Typ auf mich hier wartet irgendwo. Vielleicht hier? Das Ding habe ich ja schon besiegt. Kann man das nochmal bekämpfen? Geht das mit mir? Kann ich jetzt wirklich nochmal mit dem Ding kämpfen? Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. War ganz schön nervig. Hm. Aber hier wartet zumindest der Typ auch nicht auf mich. Aber ich sehe ihn zumindest nicht rumstehen irgendwo am Rand. Hier in der Mitte nicht. So, und hier ist er auch nick. Hm. Schwierig. Jetzt habe ich schon irgendeine Art Eid und finde immer noch nichts. Das ist halt immer schwierig mit den Aufgaben. Wer wartet hier auf mich? Wer wartet auf mich? Oh, 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 jetzt habe ich nicht. Schildkröte erwischt. So. Ja, tut mir leid, Schildi.
bisschen Assist spielen funktioniert manchmal echt gut. Das war doch die Stelle, wo ich 100 Mal runtergefallen bin, oder? Wo ich immer noch nicht weiß, wie ich da reinkomme. Na, sag mal. Und das hier soll der Ort sein, wo wir uns treffen, oder? Ach, vielleicht meint er hier drüben noch irgendwo. Vielleicht ist da noch einfach ein Weg. Ah. Apologies, mate. But I don't have much. I can see bloody Nokron right above. Ich sehe West Nokron verdammt noch mal über mir. Ich komme nicht weiter. Seluvis fragen. Ich weiß noch, wie der Niederich hier Hund so tat, als wüsste er etwas. Quetschen wir ihn's doch mal aus. Meine Zähne sind nicht zum Lächeln da. I jest. Nur ein Scherz. Leave this place to me. You just do what you feel. If either of us learns anything, we tell the other. Leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. Jetzt soll ich so machen, was ich will. And if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Celebus rarely gives a straight answer. Seduvus. First time. Leave this place to me. If either of us learns anything, we tell the other. And if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Celebus rarely gives a straight answer. First time. Muss ich jetzt wieder zurück zu dem Hutrier, oder? Schwierig. Ich kann wissen, wie ich da reinkomme. Gut, dass man sich hier porten kann, wa? So, warte mal, der war glaube ich unten. Ist gerade ein bisschen nervig. Der ist auch nicht mehr da. Ja, die haben mir so gar nicht geholfen. Ich weiß weder, was ich jetzt hier irgendwie Besonderes habe, noch was mir das gebracht hat. Ja, eigentlich habe ich gerade gar nichts gelernt davon. Schwierig alles. Na, gucken wir nochmal. Hoch, dann gucken wir nochmal zu dem anderen Turm. Ja. Denn ansonsten bin ich einfach nur verzweifelt. Ey, hier. Was ist mit dir los? Pennst du jetzt halt? Was ist denn los mit den Leuten? Sind denn nicht alles für Arschcharaktere hier? Keiner sagt mir was, der Drache ist immer noch weg, okay. Bin's ein Trost, dass ich das erfahren habe. Ja, das heißt Trost, ich hätte schon gerne die XP für den scheiß Drachen gekriegt. Die Runen, nicht die XP. Ganz was anderes. Erfüllt zwar den gleichen Zweck, aber hat einen ganz anderen Namen. Hier steht auch keiner rum. Quatsch. Waschen. Ah! So, jetzt. Das war schon gehabt. Durchgeschalten. Oder vorbeigeschalten. Hä? Mann. Ja, es ist so, wenn man so das Gefühl hat, man kommt nicht voran, dann verzweifelt man. Dann will man schon ein bisschen Fortschritt haben und dann klickt man einfach nur durch. Ist man ungeduldig bei Kämpfen. Muss man sich immer in Acht nehmen oder sowas. Ja, der Turm ist immer noch dicht. Wird wahrscheinlich immer noch nicht aufgehen. Ja, ist immer noch fest verschlossen. Mensch, ihr seid echt tolle Hilfen, muss ich mal bisher sagen. Ich bin in einem Turm ganz in der Nähe. Rani, die Hexe. Gucken wir doch zu dem Turm hier. Hier ist ja auch noch dicht. Hm.
So, eine Schildkröte war einfach auf dem Boden. Eine war in einem Baum. Dann sind doch hier immer die Untoten rumgewandelt, oder nicht? Türme sind immer die gleichen. Schade. Ach, ist bloß, wo die Schildkröte hin ist. Die olle Geisterschildkröte. Muss ja nicht sein, dass ich hier so einen dummen Tod sterbe. Ich habe halt immer Angst, dass die eine Klippe irgendwo sich versteckt. Die ist vielleicht unsichtbar in irgendwelchen Blumen drinne. So rumwindeln. Vielleicht treffe ich die damit irgendwo. Versuch was wert. Drei weise Bestien. Drei weise Bestien. Die Frage ist bei sowas halt immer, wie weit sind die Dinger weg? Sind die Dinger? Wo bitteschön? Ich meine, sind die auf der Insel? Das ist ja auch so eine Frage. Ob die überhaupt noch drauf sind oder ob die schon im Sumpf daneben sind. Gibt ja keine Entfernungslimitierung, sage ich jetzt mal so. Hockt der wieder irgendwo auf einem Berg? In dem Wald. Von hier erkenne ich halt auch nichts. Ist der wieder unsichtbar? Oh Gott. War das schnell. Lass mich doch in Ruhe jetzt. Such doch bloß eine Schildkröte, Mensch. Müsst ihr mir ja nicht auf die Nerven hier sehen. Ich meine, mich wundert ja so ein bisschen, dass hier ein, zwei so einzeln stehen. Macht so ein bisschen den Anschein, als wenn er halt auf irgendwen glotzt. Während die anderen halt hier so rumpatrouillieren. So ein Hinweis sein soll. Wo ist denn der nächste, der hier so rumglotzt?
der stand hier und hat die Richtung gegafft. Das könnte die Schildkröte am Baum gewesen sein. Vielleicht muss ich noch einen dritten Gaff auch finden und nochmal gucken, wo das ist. Sonst sehe ich hier nichts. Schnell weg hier. Bevor die mich untergrabbeln. Oder in Fummelköppe. Guck mal, der hier oben. Kommt der jetzt? Nee. Der steht hier auch. Das interessiert doch nicht, dass ich hier komme. Gucke an, da unten ist er. Tatsächlich. Ist aber auch schon arg versteckt am Rand der Insel so. Vor allen Dingen kommt man ja auch gar nicht mehr normal jetzt hoch. Muss man doch gucken, wo man rumläuft. Aber cool, den Turm kann ich also im Gedanken abstreichen. Oh. Nochmal 200 Runen mitnehmen. Weiß, das ist eigentlich gar nichts. Aber der ist offen. So, was haben wir denn hier drin Schönes? Außer, dass es pervers dunkel ist. Meine Füße wieder gar nichts sieht. Ich habe hier eine Leiter erspäht und mir auch nicht. Okay. Na los, was haben wir denn hier oben Schönes? Ein paar Bilder an der Wand. Immer die gleiche Treppe. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ein Speicherstein. Kann ich jetzt überall speichern? Nee, keine Ahnung, was macht der denn? Ich hätte gucken sollen, wo ich das Ding finde. Waffen, das für besondere Waffen, das ist für Asche, ruhmreiche Asche. Steinschwertschlüssel. Okay. Anteile der Amulette. Kriegsasche duplizieren. Jo. Gott, so viel Zeug und ich habe keinen Plan, Mann. Gibt hier auch noch die Karten und Bilder, die wir uns angucken können, theoretisch. Da. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze und dann habe ich... Ich habe schon 4 Speicherplätze, ich kann 4 Zauber bei haben. Könnte einen noch einen Zauber mehr mitnehmen, okay. Gut, wenn ich jetzt 5 haben könnte. Ja, ich meine, mehr Zauber ist immer geil. Aber wenn man. Nochmal. Das erhöht das. Muss ich das anlegen? Wo war ich denn hier eben? Oder erreicht das, dass ich das im Inventar habe? Wie laufe ich eigentlich hier runter? Ich kann mich doch porten.
Der rum ist doch vollkommen unnütz. So, jetzt habe ich aber den anderen Typen, der ganz in der Nähe von dem Turm sein sollte. Der vielleicht an so einem Ort oder so. Untere Ebene. Wir gucken noch mal kurz hier oben hin, wo der Drache war. Und wo wir diesen merkwürdigen Eid geleistet haben. Ob wir hier irgendwas noch in Erfahrung bringen. Ja, ihr nervt mich gerade bloß. Ist in einem Turm in der Nähe, das ist ja auch noch ein Turm. Auch wenn er erstmal so keinen Namen direkt hat. Oh, sieht mir alles schon so tief aus. Gebe ich um an so einem Scheiß nachher, hab ich auch keinen Bock drauf. Komm ich denn da runter? Muss ja hier irgendwo rumgehen, oder? Das hier sieht nicht mehr ganz so tief aus. Ich höre was. Ich höre wieder so eine tolle Kugel. Hier runter gejumpt, ich pfeife. Was ist denn du los? Ja, komm, jetzt bin ich einmal am Erkunden hier. Jetzt gucken wir hier runter. Das andere wollte ich ja an der anderen Stelle. Ach Gott. Da oben ja auch noch machen. Hier oben schon mal. Bin ich gerade überfragt. Nö, anscheinend nicht. Alter Reißzaun. Gott, ey. So viele Wege hier im Spiel, einfach schwierig bei einer freien Welt. Das ist so bei den anderen Zollstack-Titeln, wo die Welt noch nicht so offen war. Wo es immer nur Schläuche waren, wo man bloß abhaken musste, welchen man jetzt schon fertig hat. Was ist denn das hier? Oh, you. I, sorry, your worship. I apologize for any offense given. I am Pidia. Pidia. I am charged with. Guck mal, sich um die Vorspornpuppen. Other than the puppets, there is something. Wie es schon aussieht, ey. Why not pick something? But please, can you offer poor Ilstad pity a little something? Kleine Entschädigung. Ja, bei einem nicht Open World Soulstrike Titel quasi leichter, weil da gibt's halt bloß den Weg, abhaken und dann. Klar, muss man auch gucken und wegen den Abkürzungen und so freischalten. Nimmt man durch die Jagd schon mit. Würde ich alles nicht abstreiten, aber hier ist schon echt schwierig. Ja, okay. Oh. Falls ich nochmal jemanden verletze oder so, Absolution. Schimmerstein mit, ja, dann muss ich ja die anderen Zauber. Ui, was ist das denn? Eine Axt? Sieht aus wie ein Stab. Skaliert auf A mit Arkan. Ist ja krass. Schwarzes Lederschild. Hat keinerlei Effekte. Sieht nur halbwegs cool aus. Abgenutzte Karte. Für 600. Die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, was die bringt. Aber 600 ist jetzt nicht die Welt. Ich nehme das Simmons Tower, nehme ich auch mal mit. Macht nicht allzu viel Schaden. Die hat auch FP-Kosten von 2, 10, 15, was auch immer das heißt. Komm, gucken, was der Schimmerstein jetzt denn kann. Was ich damit mache. Ja,
Mal ein paar Seelen rausgeklatscht, mal ein bisschen was shoppen. Vielleicht finden wir noch was raus. Zaubersichere Trunkenleber. Wie ist man eigentlich normalerweise hier hochgekommen? Gar nicht, wa? Ich erinnere mich, ich habe von da unten gesehen, dass hier oben irgendwas ist. Gut, aber jetzt bin ich von meinem eigentlichen Ziel abgekommen. Ich wollte nach da oben zu diesem Turm. Also müssen wir da nochmal hin. Und ab hier die Boss mit dem Pony. So ein bisschen flotter unterwegs. Die Richtung waren das jetzt, die da. Ja, also das sind mich gerade nicht mit dem Pony, mit dem Wölfen hier. Pony reite ich einfach davon. So, ja. Der Weg passt dann etwa? Warst du schon immer da, oder? Wo kommst du jetzt auf einmal her? Das ist gerade... Ich dachte, jetzt hat hier noch eine kleine Gruppe sich irgendwo versammelt. Dass sie vielleicht noch mal was da haben für mich. So, diesmal ignoriere ich die Kugel da hinten. Ab zum Turm. Ich komme jetzt der Drache nicht. Noch mehr Ruinen. Diesmal aber unten statt oben. Der Turm hat zumindest nichts davor und das ist tatsächlich Sylufus Turm. Sieht man den jetzt auf der Karte? Ja. So, komm, das machen wir weg. So, jetzt erzählen wir mal, was das sollte da unten. Did you not realize I was merely being polite? You provincial. Du Affenkopf, Alter. I suppose perhaps I'll give you something. I'd like you to find a woman called Nefeli finden und ihr einen Trank verabreichen. You can do that much, can't you? Good. Now I shall hand over the proof. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings. Ja, wo soll die denn sein? I have no time for idle chit. The only thing I will hear from you is a report of your tasks. Are we understood? I have enough. Well, well, you're asking me about that. The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, well, there's no helping it. Now's as good a time as any. There's a glintstone sorcerer. Limge schleppt einen Schimmersteinzauberin namens Seelen. Ja, das ist hier unten in dem Brunnen, im Keller. For the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. All right. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task. Okay, jetzt wiederholt er sich einfach nur. Also. Seelen war doch die, die ich aus Versehen umgebracht habe. Die war doch, glaube ich, da unten drinne. Das muss ich mir aufschreiben für nächstes Mal. So, was haben wir denn hier oben in dem Turm noch? Vielleicht ein bisschen mehr Hinweise? Weil ich muss irgendeinen Nefeli finden, keine Ahnung. Oh Gott, ey. Noch ein Speicherstein, meine Güte. Habe ich jetzt. Jetzt muss ich mal nachgucken. Tatsächlich, jetzt habe ich 5 Plätze. Es wird immer mehr. Ich muss also nicht anlegen oder so. So, ab nach da unten jetzt mal. So, jetzt zum Abschluss. Die Folge ist nämlich... Was ist denn das? Ich dachte... Ich bin hier halbwegs safe. Was ist denn hier los? Oh Gott. Ach du Scheiße, Mann. Oh nein.
Nein, ey, nicht schon wieder gefinisht. Das ist doch gerade Kacke, Mann. Das ist doch so ein schneller Bastard. Wie soll ich mich jetzt hier heilen? Maximal überrascht jetzt. Das war ja völlig unerwartet für mich. Großen Gegner zu verlieren. Ja, so groß war der nicht. Greifende Knochenhand. Und was ist das? Ha. Immer dasselbe hier, man findet in dem Inventar einfach nichts. Egal, was man hier macht. Ist das eine Waffe? Tatsächlich. Schnittstich. Arkan, Stärke, Geschicklichkeit. Mhm. Ist eine Faustwaffe oder was? Ha. Krasse Scheiße hier unten. Was war denn das? Word of advice. As you see, you are a mere house guest. Remember your clip. Was ist das hier eigentlich alles, Mann? Are you that you've done well? I interpret the words. Let their wisdom. Great Elden Ring. Anchor of all lands, given to the corruption of the across the realm, foul curse, but the great so is Alter, quatsch dir denn, ich hab keine Lust mehr. Zwei Finger berühren. Nee. Da mache ich am Ende der Folge quasi mich, glaube ich, mal platzieren. Ja, hier kann ich nämlich nicht vernünftig markieren. Helm des Toten Königs, Rüstung des Toten Königs, Stulpen des Toten Königs. Ist ein bisschen schlechter als meins. Aber jetzt nicht ultra viel. Ja, wie ich aussehe, krass. Ist ja nochmal ein Zacken cooler. Aber auch deutlich schlechter, ja. Naja. Ja, ist schon. Ist halt ein bisschen leichter, aber ich will trotzdem mal gucken, wie ich ausschaue. Habe ich hier irgendwas verpasst? Muss ich hier nächstes Mal öfter hin? Was ist hier eigentlich los gerade? Waren das hier schon immer zwei? Okay. Ist noch ein Schlüssel, okay. Quartzspeer. Dreieckschild. Hm. Ritter. Okay, oh Gott. Geht die Tür auf? Nee. Okay, wo war der Schmied? Darum bin ich eigentlich gerade hier.
those who live in death all the more should. Well, well, another fool who won't live, but with a prowess for weeding death root. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to. And the beast. What say you? Was haben wir denn jetzt noch? I've marked the location for you of a hidden gate. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung auf meiner Karte. Da ist auch noch ein geheimes Portal. Alter, warte mal, machen wir auf der Karte markieren für nächste Folge. Alter, was ist denn jetzt hier los? Was kriege ich denn hier noch mit? Scheiße! Greetings. My name is Roderick. Isn't this place the Round Table Hold? I never knew the guidance bestowed. Was quatschen die denn schon wieder für? You're telling me I don't believe if I do have this. I suppose I should try and ask Master Hugh to teach me. So I know he's trapped here at the Round Table Hall. I can tell. If I do have a talent for, I suppose I should try. I'll ask Ma. Da ist er doch. Oh, your divinity, have mercy. I didn't. I'll be doing my job. Just lay out. Übergebieten. Those words were not meant for you. I may be prisoner to my prayers are mine. Well, I've had. Ich brauche Roderica. Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows absurd? I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when. Kriegsasche duplizieren? Nee, will ich nicht. Generell Kriegsasche. Was ist denn, wenn ich jetzt mal in Zivile? Ach, da kann ich austauschen. Ach Gott. Waffen verstärken. Okay, zumindest sind meine Zauber nicht dabei. Ich bestimmt zu Sehnen oder so denn? So, wenn ich diesen Speer jetzt aufwerten will und das Feuerding hier. Ich habe ja noch das andere Siegel. Wobei ich den hier schon weiter aufgewertet habe und der andere, bestimmt hatte der mehr Schaden gemacht. Wo ist er denn? Wo ist denn jetzt der andere? Meine Güte hier. Da. Ich weiß halt immer noch nicht, was verstärkt Anrufung der Götterskalpe ist. Aber das Witzige ist, der hier ist auf B im Glauben und der steigt dann auf B. Ist schon mal nicht verkehrt. Ich überlege, ob ich den jetzt aufwerte oder den anderen weitermache. Immerhin ist das hier ein besserer, oder? Was kostet der Spaß überhaupt? Ein bisschen Schmiedesteine und wie viel? 130 Seelen. So, jetzt ist das also auch B. Der macht 30. Um die zu vergleichen, muss ich die halt auf B auf Stufe 8 bringen. Jetzt sind sie gleich hoch, ja? Die machen das gleiche, was der hier hat. Ein Punkt mehr in Anrufen, Skalierung. Ja. Ja, Unterschied haben sie nicht, diesen einen Punkt. Und dass das Ding halt viel mehr Glaube braucht. Ich weiß halt nicht, was der Götterskalpe ist, also welche Anrufung das genau sein soll. Aber gut, ich muss das mal kurz Seelen futtern. Nehmen wir es mal eine. 2000, okay. Back already, no matter. So, den Speer denn. Alter. Nee. Schmiedesteine 4.
Skalierung könnte immer besser werden. Achso, gerade nicht hier noch. Der geht dann auf 10, ja. Nein, dann fuhr man nochmal. Ja, komm. In den Fall fahren wir nochmal rein. Back already. No matter. Ja, quatsch jetzt nicht so viele. So. Es geht noch weiter aus. Der geht auf 11. Oh, die Weisheit skaliert besser. Ist natürlich doof, weil ich eigentlich welche haben wollte, die auf Glaube skaliert, ja. Weisheit mache ich ja gar nicht so. Vielleicht doch nicht die optimalste Waffe. Wir lassen den mal auf 10. War denn das andere jetzt wieder? Ach, Menschenskinder. Da! Habe ich noch nicht genug Schmiedesteine, Stufe 3 mehr, okay. Der hier geht auf Glaube halt. Der würde dann auf A hochgehen, geil. Da müsste meine Zauber ja richtig abgehen. Dafür brauche ich allerdings Schmiedesteine, Stufe 3. Leider hat der auch nichts zu kaufen. Ich kann höchstens verkaufen. Okay, aber zumindest sind die Sachen ein bisschen besser. Rüstung habe ich jetzt gar nicht gefunden. Kann ich die Rüstung nicht aufwerten? Jetzt mal wieder gucken, wo waren das mit den Fingern jetzt hier? War das hier? Nee. Gott, ich habe auch hier keinen Durchblick. Absolut kein Durchblick. Hier. Gut, dann gucken wir uns das hier nächstes Mal an. Und dann bedanke ich mich erstmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.